Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, mein Modsüppchen. Ja, lange Aufnahmepause hatte ich, weil ich so viel in dem Net herumgerannt bin, was ich euch zeigen wollte, dass ich mich erstmal wieder orientieren muss. Und orientieren, gutes Stichwort, wo sind wir hier? Ja, an der Manual Quarry. Warum? Ich brauche noch so ein paar Sachen, ja. Und ich wollte nach Diamanten gucken, da braucht man noch ein paar von und Lapis brauche ich auch ganz dringend. Nochmal zur Erinnerung, wir wollen die Actuators bauen für die Quantum Quarry und das Ganze möglichst dann auch mit Strom betreiben, denn als Deko-Block ist es vielleicht ein bisschen zu teuer. Ja, und da Nizi mir gesagt hatte, dass ich mit meiner Diamanten-Hallo-Suche immer zu tief bin, habe ich mir gedacht, gehen wir einfach nochmal hierher, da hatte ich ja schon mal diese sinnlosen Gänge gegraben. Und wir graben einfach mal eine Etage höher. Mal gucken, ob es was bringt. Ja, also ich kann hier auch alles liegen lassen. Ich brauche nichts davon. Außer vielleicht ein bisschen Eisen. Eisen ist immer gut. Dunkelheit. Hallo. Guten Tag. Was macht man dagegen? Fackeln. Ja, hier bringen sie wenigstens auch was. Nicht so wie im Nether. Da ist es ja immer finster. So, schön, dass ich wieder Redstone finde und Eisen und Kohle. Sehe ich da gerade. Aber nichts von dem, was ich eigentlich brauche. Das ist gemein. Was ist das? Blei. Also auch schön. Alles Zeugs, was wir nicht brauchen können. Ja, toll, Redstone, Redstone, Redstone. Läuft ja gut. So, ich möchte jetzt aber nicht die ganze Welt hier unterbuddeln. Das war jetzt so nicht mein Plan. Das schmeißen wir mal weg. Granit weg, Kobbel weg, Diorit weg. So, Eisen, das nehme ich wenigstens auf. Den Rest lassen wir hier auf natürliche Weise verschwinden. Ja, ich weiß, Redstone ist eigentlich kostbar, aber ich habe so viel Redstone gefunden im Nether, das ist, wir brauchen einfach nicht. So. So, dann treiben wir mal noch einen Gang rein und wenn das jetzt auch nichts hilft, dann muss ich es doch alleine machen. Und ein bisschen mehr Zeit einkalkulieren. Also wenigstens Lapis hätte ich jetzt gerne gefunden. Ich bin ja gar nicht so wahnsinnig, dass ich hier an Diamanten glaube, aber Lapis brauche ich halt ganz dringend für die ganze Stromgeschichte. Denn mir bringt die schönste Quantum Quarry nichts, wenn sie da verdurstet. Rein stromtechnisch. Das ist einfach so. Das ganze Vieh braucht ja auch wirklich eine Menge Strom. Und an tollen Stromquellen habe ich ja nur dieses Solar Flux Reborn. Das heißt, ich muss Solarzellen bauen und nicht die erste Stufe, nicht die zweite Stufe und nicht die dritte Stufe. Nee, ich glaube mindestens die vierte Stufe und das mehrfach. Gibt also auch einen Spaß. Also in Anführungszeichen. Ich glaube, die Natur hat sich hier gegen mich verschworen. Ich finde ja gar nichts von dem, was ich brauche. Aber so überhaupt nichts. Dafür Redstone. Also das mit traumwandlerischer Sicherheit. Das ist wunderschön. Ja, ich weiß, es ist stockfinster. Kohle. Ja, ansonsten läuft es eigentlich. Also ich habe, glaube ich, soweit alles, was ich brauche. Ja, die Chorusfrucht, die wächst so fröhlich vor sich hin. Und ja, vielleicht fällt es euch auch auf, das ist die erste Folge jetzt endlich mit neuer Maus. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer 100 Mal das Inventarrad durchdrehen, bis ich da hinkomme, wo ich hin will.
Sonst geht ganz schnell. Und das Lustige ist, ich habe mich schon wieder so dran gewöhnt, dass es nicht geht, dass ich jetzt richtig Probleme habe. Aber gut, das ist. Nein, noch nicht dunkel genug. So, Schippe habe ich, glaube ich, nicht dabei. Ich gucke jetzt auch gar nicht nach. Ich gucke mal doch nach. Doch, hier, wir haben die Schaufel dabei. So. Toll. Das sieht alles nicht erfolgsversprechend aus, aber es sieht dunkel aus, also schlafen. Tja, das wird echt ein bisschen zum Problem werden. Wenn ich da nicht bald mal was finde. Ach, Eisen, wie schön. Meins ist ja nicht ganz verkehrt, Eisen zu finden, aber jetzt im Moment halt so nicht wirklich notwendig. Oh, Gold. Glaube, jetzt habe ich so ziemlich all das gefunden, was ich definitiv gar nicht brauche. Okay. Gut, dann lassen wir das erstmal. Moment. Das war jetzt schlau. Nein, so muss man das machen. Aufs Bett stellen, Bett bauen. So. Weg mit dem Zeug. Ich will ja jetzt nicht schon wieder eine Buddelfolge machen. Jetzt sind wir gerade aus dem Nähteil draußen und dann fange ich wieder an rumzubuddeln. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Ui. Ich zeige euch mal, was ich jetzt schon gemacht habe, beziehungsweise können wir die Chorusfrucht schon mal ernten. Ja, ist gut. Jaha. Da gleich wieder angeröchelt. Das habe ich auch ein bisschen vermisst, ne? Immer nur dieses Gastgejammere und Magma-Schleime und Zombie-Pigman. Jetzt wieder mal ganz die üblichen Viecher. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas loswerde von dem ganzen Zeugs. So, war das alles? Ja, war alles. Tja, das ist leer. Ja, seht ihr, da habe ich sogar auch noch Redstone drin und sogar noch Eisenerz. Das können wir mitnehmen, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Und ich mache es jetzt auch mal ganz kurz und schmerzlos. So habe ich das nämlich die ganze Zeit vorhin auch schon gemacht. Wir wechseln mal kurz in den Kreativmodus, aber nur zur Fortbewegung. Denn diesen Weg habt ihr jetzt schon 100 Mal gesehen. Und zum 101. Mal muss es jetzt nicht sein. 101. 101. Also echt. Naja, es ist Samstagmorgen, da ist man noch nicht so wach. 101. So, da möchte ich hin. Sieht sowieso so im Anflug immer ganz hübsch aus, aber das gucken wir uns dann alles mal an, wenn es fertig ist. Hühühü. So, machen wieder ein S aus dem C und dann geht alles wieder weiter. Apropos weiter. Was machen wir denn jetzt? Eisen schmelzen? Nee. So, das Eisen packen wir jetzt erstmal hier rein. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Denn. Ja, wir könnten mit der Choruspflanze rumspielen. Und mal ein bisschen Popcorn essen. Und ich habe auch nicht mehr viel zu essen. Himmel. Ja, auch damit muss man sich ja zwischendurch noch rumschlagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die Choruspflanze ernten lässt mit der Lumber-Axe. So, ich hätte nämlich gern so eine Blüte wieder, um eine neue zu pflanzen. Man weiß ja nie, ob man sie nicht nochmal braucht. Ah, das hat geklappt. Okay. Denn das Lustige an Choruspflanzen, kann ich euch gleich zeigen, ist, wenn man sie hier unten abbaut, fällt das ganze Ding in sich zusammen. Achtung! Aufregend, ne?
Ja, und dann kriegt man hier diese Chorusfrüchte raus und diese Chorusfrüchte könnte ich jetzt essen. Das möchte ich aber nicht, sondern ich packe sie hier in einen Ofen, denn wir brauchen ja die Poppt-Chorusfrucht. Also die aufgeplatzte, so frei übersetzt. Und mit der können wir dann diese tolle Kerze da basteln, die wir ja für unseren Actuator brauchen. Allerdings kann ich maximal drei Actuator bauen und ich brauche ja sechs Stück. Ihr wisst ja aber, das Diamantenproblem hält mich davon ab. Aber eigentlich könnten wir doch schon mal wenigstens. So weit bin ich jetzt schon mal gekommen. Wenn ich jetzt noch mal wenigstens sage, bin ich auf mich selbst sauer. Wie viel braucht man von diesen Dingern? Nein. Stone Burnt braucht man drei. Vielleicht können wir schon mal einen Actuator mal bauen, habe ich mir so gedacht. Hohoho. Ganz gewagt. So, dafür packen wir jetzt wieder diesen polierten Stein in dieses komische Resonator-Ding, was mir dann irgendwie den Stone Burnt macht. Warten wir ab, bis die Chorusfrüchte soweit sind. Ist auch lustig gekocht, kann man sie dann offensichtlich auch nicht mehr essen. Was macht man eigentlich mit denen sonst so? Ach, man kann diese purpurnen Blöcke draus basteln. Ja, die habe ich mir schon immer gewünscht. Und mit Mana Infusion kann man daraus wieder eine Blume machen. Ist ja toll. Bin ich echt begeistert. Brauche ich jetzt aber nicht. So, also. Was zum. Wie auch immer. Ich denke mit einer Blaze Rod. Ist ein geformtes Rezept. Wie toll. Also so. Okay. Auch gut. So, und jetzt haben wir diese Endrods. Ich nenne sie ja Kerzen. Den kann ich bestimmt auch noch was anstellen. Die sind nämlich eigentlich ganz hübsch, weil sie wirklich so wie Kerzen aussehen, so ein bisschen. Lassen sich auch schnell wieder weghauen. Sehr praktische Dinger. So, was macht denn unser Stone Burnt? Der ist durch. So, dann könnte ich jetzt zwei von diesen Teilen machen. Ich arbeite jetzt schon mit mehreren Werkbänken. Da brauchen wir auf jeden Fall so eine Endrod. Brauchen da Stone Burnt. So, dann hole ich jetzt mal sechs Diamanten. Da können wir nämlich zwei Spitzhacken machen. Das war's dann auch mit meinen Diamanten, so mehr oder weniger. Neun Stück habe ich ja noch. Deswegen, also man braucht immer so eine gewisse Ausgangsleistung an den Materialien, die man dann später im Massen sich besorgen kann. Das ist ja immer das Ulkige. Jetzt kämpfe ich um Diamanten. Entschuldigung. Später dann, wenn ich das ganze Ding mal fertig habe, wird es gar keine Frage mehr sein, ob ich noch Diamanten brauche. Da werde ich unendlich viele haben. Gut. Soweit. Ach so. Nee, das ist da oben. Ja, man muss nur wissen, wo es ist. Wir brauchen ja auch noch den Endstein, wo ich echt froh bin, dass wir den gefunden haben, so auf normale Tour, dass ich nicht so viel hier rum kreativieren muss. Scheißen würde ich es ja nicht mehr nennen. Ich meine vier Stück. Ja, vier Stück für einen und noch zwei. Ach, dann acht. Ich bin so ein Mathe-Künstler. Boah, kleine Hänge. Kann ja mal passieren, vor lauter Aufregung. So, dann bauen wir jetzt mal die Spitzhacken. Ach, das tut so weh, die letzten Diamanten da wegzuhauen, aber hey. Was soll's? Es kommen bessere Zeiten. So interessant, der Tisch richtet sich immer so in diese Richtung hier aus, also immer nach Norden. Oder man kann auch nach Süden sagen. Oh, aber okay. So, und die Spitzhacke, ich glaube so. Genau. Quantum Quarry Actuator. Nummer 1. Nummer 2. Das war's dann erstmal. So, packe ich doch mal diese Endrods hier in die Kiste. Nicht vergessen, in dieser Kiste sind die Endrods. Zum Glück reichen die. Die gepoppte Chorusfrucht, die schmeiße ich jetzt mal weg. Mit der kann ich nichts anfangen, außer diesen Block bauen. Und ich finde den ja super hässlich, Minecraft.
Was soll man mit diesen Blöcken machen? Ja, also es gibt bestimmt schönere Farben, also finde ich. Kann ja nicht für alle sprechen. So, das wäre jetzt Thema Nummer 1, die Quantum Quarry. Thema Nummer 2 ist die Stromversorgung. Und da ist es ja ein bisschen eklig, das zeige ich euch jetzt mal hier. Machen wir ein Add und schreiben Solar. Na, Sol reicht schon. Ja, Solarpanel. Ich brauche das Solarpanel 1. Das brauche ich immer 8 Mal. Für das Solarpanel 2. Das Solarpanel 2 brauche ich dann 4 Mal für das Solarpanel 3. Plus eben noch diese photovoltaischen Zellen. Da brauche ich ganz viel Lapis für. Das ist nämlich jetzt gerade mein nächstes Problem. Dann brauche ich 4 Mal das Solarpanel 3 für das Solarpanel 4. Und natürlich wieder ganz viel Lapis. Und dann noch die Nummer 5. Ganz viel Lapis. Noch mehr. 4 Mal Solarpanel 4. Gibt Solarpanel 5. Gut, den Glowstone-Block und der Gold-Block sind dagegen noch, also gegengerechnet, noch richtig billig. Gegen das andere, was ich dafür brauche. Und zwar immer das doofe Lapis. Der Lapis. Dieser blöde Lapis. Ja, habe ich schon was vorbereitet? Kann ich schon weiterbauen? Ja, Glas. Ja, und da werdet ihr nämlich auch sehen, dass ja, meine langen Tage im Nether gar nicht so sinnlos waren, denn ihr seht jetzt hier, ich brauche jetzt 21 Eisen für diese Spiegel. Und ich habe schon mehrere Eisenblöcke verarbeitet und Vollblöcke brauche ich auch noch für diese Dinge. Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, im Nether rumzurennen, weil ich da sehr viel Eisen gefunden habe. Denn ihr wisst ja, Ausgangslage war, dass ich ja auch gar nicht mehr so viel Eisen hatte. So, 14 Stück. Jetzt kommt die Variante mit Redstone und Holz. So, und jetzt haben wir dieses Solarpanel Nummer 1 gebaut. Und wenn ich das jetzt so im Kreis lege und dann noch einen Kolben in die Mitte setze, dann haben wir das Solarpanel Nummer 2. Das könnten wir eigentlich noch machen, oder? Wie viel haben wir denn jetzt? 3. Das habe ich hier schon auf Lager. Gar nichts. Okay, dann können wir doch. Ne, es sah so ähnlich aus. Okay, dann können wir jetzt ganze 3 Stück davon machen. Dann brauchen wir natürlich 3 Kolben. Mein geübtes Auge sagt mir, ich kann keine Kolben machen. Warum? Weil ich alle Cobblestones an der Quarry gelassen habe. Aber das soll jetzt nicht das unlösbare Problem darstellen, denn hier hängt ja noch genug Cobblestone in der Warteschleife. So, ich hätte gern möglichst nur Cobblestone, nicht nur irgendeinen anderen Mist. Ich will jetzt auch nicht den Boden anbauen. Ach, ist es. Der ganzen Wand ist es nicht möglich, nur Cobblestone rauszuholen. Toll. So, wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir 12, oder? 3x4. Ja. 3x4 und du bleibst hier. So, schaffe ich das jetzt noch? Ja, ein Wettlauf mit der Uhr. Ach, da oben wird gerade wieder eine Birke abgebaut. Wie schön. Ja, also Kolben baue ich ja besonders gerne, weil ich die auch besonders gerne immer falsch baue. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ist so wie das Zauntor. So, Kolben ist ja eigentlich nicht schwer. Ja, Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Kommt, das ist noch der einfache Teil, mit dem ich anfange. Holz. Und jetzt kommt immer die Gretchenfrage. Redstone und Eisen. In welcher Richtung? So. Ja, es hat geklappt. So, 3 Kolben. Einmal umgedreht. 3 Kolben. Solarpanel 2. Und da habe ich schon 1, jetzt habe ich wieder 4. Ich komme hier vor wie bei der Sendung mit der Maus. So, und jetzt könnte ich schon das Solarpanel 3 bauen, wenn da nicht die photovoltaischen Zellen wären, für die ich wieder Spiegel brauche und den blöden Lapis. Ja. Mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, Lapis zu finden, damit wir weiterbauen können. Und wenn ich Glück habe, finde ich ja beim Lapis
auch Diamanten, denn zumindest ich brauche ja noch mal ein paar. Denn wir brauchen ja 6 Actuators und ich kann maximal 3 Stück bauen. Das heißt, wir brauchen noch 9 Diamanten. Na gut. Schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, macht's gut und bis morgen.